Hallo, seid gegrüßt. Ja, nach langer Zeit tatsächlich mal wieder ein Tag und der passt hier auch ganz gut in meine nerdig ausgepackt Reihe, denn es ist der Merchandising Tag und da geht es darum, dass man so sein Merchandising Krams zeigt, der filmbezogen ist. Es geht nicht um Special Editions bei Blu-rays oder DVDs, sondern was man so in der Bude hat an Figürchen, Postern, CDs und Büchern und dergleichen halt, oder T-Shirts. Ja, ich bin getaggt worden von meiner Süßen tatsächlich. Die hat sich wohl gedacht, damit der alte Sack da nicht zu lange auf seiner Couch rumhockt, sorge ich für etwas Beschäftigung bei ihm, ja. Naja, von daher durfte ich tatsächlich mal so ein bisschen durch die Bude rennen und gucken, was ich überhaupt noch an Merchandising habe, weil ich habe mich schon von recht viel getrennt, auch wenn im Moment bei mir so eine Funko-Pop-Welle ist und ich mir so einiges an Funko-Pops zugelegt habe. Da werden ja auch noch ein paar Folgen in nächster Zeit und ich greife hier mit dem Video auch schon mal ein bisschen vor, da ich euch ein paar Funko-Pops zeige, die eigentlich auch noch kommen demnächst hier in der Nerdig ausgepackt Reihe. Da waren die Videos schon abgedreht und von daher quäle ich euch damit auch weiterhin. Ja, naja, jedenfalls, ich würde sagen, fangen wir mal hier im Studio an, was ich denn so an Merchandising-Krams habe zu filmen. Ihr seht ja hier schon den Jason, den habe ich euch ja erst vor kurzem gezeigt. Und hier in der Bude ist natürlich so einiges, wie oben der Lego Star Wars X-Wing Fighter, die Jason-Maske, die ich selber gebastelt hatte, Chewbacca-Poster. Dann haben wir hier die Red Sonja stehen, Funko Pop hier von Saw, C-3PO. Dann hier Batman aus der Animate-Serie. Da funktioniert sogar das Licht noch dran. Und den habe ich, weiß nicht vor wie vielen Jahren, vor 15 Jahren oder so, habe ich den, glaube ich, gekauft. Keine Ahnung, wie alt der jetzt ist. Und die Batterie da drin hält immer noch. Ja, ansonsten oben Scream, hier im Dschungelbuch. Was haben wir sonst noch hier rumfliegen? Da unten Karton Star Wars, dann diese Tüte mit den Avengers. Dann haben wir hier ein Minion. Hier oben sonst in der Bude noch, fällt mir gerade nichts ins Auge und von daher gehen wir einfach mal runter. Ja, also folgt mir. So, und nun nicht erschrecken bei den ganzen Funko Pops hier wie Alien, Hannibal Lecter, Freddy Krueger, dann Exorcist, Halloween, Michael Myers und natürlich Jason Voorhees, Pinhead. Und gleich daneben schon wieder Chucky. Dann haben wir hier noch Pennywise, den Clown. Und hier den Paten. Die finde ich auch richtig cool, die Figur. So wie hier mein Schatz. Also nicht mein Schatz. Ja, hier 80er, Marshmallow Man, E.T., Gremlins, King Kong, Godzilla. Dann der, wie heißt es, Metaluna 4, Conan. Superman, die Figur finde ich auch richtig cool, verbinde ich irgendwie mit Christopher Reeve, das ist dann für mich der Superman Christopher Reeve. Daneben Wonder Woman, hier auch nochmal Wonder Woman. Und wie schon gesagt, hier Baywatch, die habe ich tatsächlich im Badezimmer stehen. Dann haben wir noch Leatherface und das mega geile Batmobile, also das liebe ich ja. Dann hier auf meiner Kantonbox, da tobt sich King Kong aus Peter Jacksons Kong. Figur finde ich richtig klasse, hat mir ja damals auch meine Süße geschenkt, hier mit dem Doppeldecker. Ist nur alles recht empfindlich, aber sieht schon cool aus. Dann im Schrank hier Star Wars, hatte ich euch auch mal gezeigt, hier die Pets und natürlich Darth Vader, Luke Skywalker und hier der Dingens, der Boba Fett. Dann haben wir hier Leatherface von den Movie Maniacs. Da habe ich ja auch ein paar Figuren. Wie dann jetzt natürlich auch den Freddy Krueger, inklusive kleinem Freddy Krueger. Und natürlich auch den Jason Voorhees. Der muss natürlich sein. Gleich daneben seht ihr ein paar Lego Star Wars Figürchen. Und die waren ja bei dem X-Wing dabei. Und hier Modra. Richtig schön groß. Modra. Ja, daneben gleich Alien, der sich an Lara Crofts Bein klammert. Ups. Jo. Mein Spielzimmer.
dann diese Figuren, die gehören zu meinen absoluten Schätzen, also die liebe ich richtig. Dracula, Frankenstein und Wolfman. Finde ich richtig klasse Figuren. Dann habe ich natürlich auch noch so Klemmskrams hier, Tinkerbell, dann so einige Tassen, das Dschungelbuch, der Elefant. Und hier mal ein paar Bücher. Da habe ich gar nicht so viele. Ich habe jetzt nur die gerade gefunden. Grease tatsächlich auch. Ich finde Grease ja richtig klasse. Leider ist der nie mit der Originalsynchro bisher auf Blu-ray erschienen. Von daher verkneife ich mir den Kauf. Mad Max finde ich auch richtig klasse, das Buch. Und hier, vielleicht kennt noch jemand die Reihe. Oh, ich glaube, da sind ein paar Möpse zu sehen. Vielleicht kennt noch jemand hier diese alte Reihe von Cinema, diese ganzen Sonderbände. Die habe ich auch noch hier stapelweise. Die Tricks, James Bond, Sex im Kino und dann diese ganzen Filmjahrbücher, Stuntman. Also war schon eine nette Reihe. Science-Fiction-Filme, ja. Und jetzt kommen wir zu den CDs. Da habe ich jetzt nicht alle rausgesucht. Ich habe jetzt einfach mal bei mir im Schrank reingegriffen, was ich so an CDs so auf Anhieb greifen konnte, weil die sind alle so verstreut und von daher hier mal eine kleine Auswahl. Habe ich früher viel gekauft, mittlerweile gar nicht mehr leider. Terminator, Conan ist natürlich meine absolute Lieblingsfilmmusik. Auch hier seht ihr wieder Grease, Alien, Fürsten der Dunkelheit ist auch richtig klasse Soundtrack. Und hier Eddie and the Cruisers, gibt es den eigentlich auf Blu-ray? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal wieder gucken, fand ich auch toll die Musik. Und dann noch älter, Schallplatten. Jentel, Jenseits von Afrika, Mama Lucia, James Bond natürlich. Die schlummern auch noch. Ich meine, da hätte ich aber auch noch einige mehr. Also da fehlen noch irgendwie Platten. Nur die sind auch so ein bisschen. Ein paar sind auch im Keller und ich weiß es nicht. You Light Up My Life. Gibt es den Film eigentlich auf DVD oder Blu-ray? You Light Up My Life. Schöner Song. Rocky 1, 2 und ja, was haben wir da hinten? Ja, und Rocky 4. Ja, natürlich spielen wir das Lied vom Tod. Oh, Warriors liebe ich auch den Film. Und hier auch wieder Conan the Barbarian. Ja, dann mal gucken, was ich so an der Wände hängen habe. Hier zum Beispiel Dumbo, Shrinking Man. Das hier sind so Bilder, die habe ich selber aus dem Internet mir mal gezogen. Außer jetzt King Kong, aber diese wie Shrinking Man. Und dann beim Mediamarkt ausdrucken lassen. Auch hier Boris Karloff in Body Snatcher. Oder hier Terror Espacio, ja. In meinem Arbeitszimmer hängt noch Conan, ist aber mittlerweile total ausgeblichen. Muss ich mir unbedingt mal wieder ein neues Poster von kaufen. Und hier, genialer Film, Hitman, super Darsteller, also perfekte Besetzung für Hitman, heiße Schnecke und, Moment, nee, falsch, das gehört gar nicht dazu. Was klebt denn hier wieder? Ja, soweit jedenfalls zum Merchandising-Tag. Ist, wie ihr gesehen habt, meine Ausbeute auch nicht so riesig. Ich habe früher einiges mehr gehabt, habe mittlerweile vieles auf eBay verkauft. Vieles schlummert auch im Keller und auch bei den ganzen CDs und Platten. Da hatte ich jetzt keine Lust, wie schon erwähnt, alles aus den Schränken rauszuwühlen. Ja, in der Wohnung, also hier ist es ja ganz nett, passt das zur Deko, wenn ich die ein bisschen vollstopfe. Aber in der Wohnung möchte ich es eigentlich gar nicht mehr so voll haben. Und auch jetzt mit den ganzen Funko Pops, das nimmt gerade ein bisschen Überhand und ich muss auch gucken, wie ich die anders lagern kann oder anders dekorieren kann, dass das nicht ganz so nach dieser Masse aussieht. Ja, ist halt auch immer eine Menge Arbeit beim Staubwischen. Naja, was bleibt mir jetzt noch? Zwei weitere zu taggen. Und da habe ich einfach mal so geschaut, jetzt gerade auf der Startseite, welche Namen mir als erstes ins Auge gefallen sind. Das waren Godzilla-Fan 1990 und Cine Manuel. Ja, falls ihr beide noch nicht getaggt worden seid, ich befürchte ja fast, ihr seid schon getaggt worden, aber falls nicht, fühlt euch von mir getaggt und wenn ihr Lust habt, rennt ein bisschen mit eurer Kamera durch die Bude und zeigt uns, was ihr denn so in den Regalen stehen und an den Wänden hängen habt. Ja, so, von daher kann ich mich jetzt wieder auf meine Couch zurücklehnen. Das war wieder genug Arbeit für heute. Ich denke, ein Kaffee ist wieder fällig. Ja, also, macht's gut, bis die Tage und ciao.